Sehr geehrte Fahrgäste in Kutzreich, wir in Zavella, dort haben Sie Anschluss an die RB 45 nach Chemnitz Hauptbahnhof über Rieser um 10.14 Uhr von Gleis 3 und die RB 5 nach Rostock Hauptbahnhof über Doberle-Kirchheim um 10.40 Uhr von Gleis 1. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte warten Sie auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen auf dem Bahnsteig. Der Aufstieg befindet sich Fahrtrichtung links. Hallo und guten Tag. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Dann kann's auch gleich losgehen auf einen Kurztrip in die Grenzregion zwischen Brandenburg und Sachsen. Denn heute will der Eisenbahnknoten Elsterwerder präsentiert sein. Die Kleinstadt mit rund 8000 Einwohnern liegt im Landkreis Elbe-Elster und gehört somit gerade noch zu Brandenburg. Die Eisenbahn machte sich dort binnen 16,5 Monaten überfallartig breit. Am 1. Juni 1874 ging die in West-Ost-Richtung verlaufende Niederschlesische Magistrale von Roßlau über Falkenberg und Ruhland nach Kohlfurt in Betrieb. Sie erhielt einen Bahnhof in Biela, seit 1940 ein Stadtteil von Elsterwerda. Am 17. Juni 1875 folgte die Nord-Süd-Verbindung Berlin-Dresden und am 15. Oktober desselben Jahres die Strecke nach Riesa, die bei Zeithain in Deutschlands älteste Fernbahn Dresden-Leipzig einmündet. Am Schnittpunkt von Roßlau-Kohlfurter und Berlin-Dresdner Bahn entstand kein gemeinsamer Turmbahnhof. Beide Strecken wurden lediglich über eine Verbindungskurve miteinander verknüpft. Nahe dem Kreuzungsbauwerk existierte von 1886 bis 1965 der Haltepunkt Elsterwerda Nord bzw. Biela. Schauen wir uns zunächst den quasi Hauptbahnhof von Elsterwerda an und beginnen unseren Rundgang im Südkopf am Bahnübergang Stolzenhainer Straße, wo die zweigleisigen elektrifizierten Hauptstrecken aus Dresden, links im Bild, und Riesa zusammenlaufen. Nach Überquerung von Pulsnitz und Schwarzer Elster sind auch schon die Bahnsteige erreicht. Der Personenverkehr wird über den Außenbahnsteig am Gleis 1 und den Mittelbahnsteig zwischen Gleis 2 und 3 abgewickelt. Die Gleise 4 und 5 werden für Güterzugüberholung genutzt, die Stumpfgleise 6 und 7 für die Abstellung und Innenreinigung von Regionalzügen. Beachtung verdient der bereits kurz nach der Wende modernisierte und später noch einmal teilsanierte Hausbahnsteig, der den direkten Vergleich ermöglicht. Die Kennzeichnung des Gefahrenbereichs einst und jetzt. Den Betrieb regeln zwei elektromechanische Stellwerke von 1949. Der Fahrdienstleiter residiert auf B1 im Norden, der Weichenwärter auf W3 im Süden. Das Stellwerk W2 ist seit 1998 stillgelegt und verschwindet mehr und mehr in der Botanik. Überregionale Bekanntheit erlangte Elsterwerda im November 1997 durch die Entgleisung eines Kesselwagenzuges. Beim Fahrtrichtungswechsel in Berlin-Grünau waren die Luftabsperrhähne zwischen Lok und Wagenzug nicht geöffnet und die Bremsprobe unterlassen worden, sodass der Zug praktisch ungebremst mit Tempo 90 über eine für 40 km/h zugelassene Weichenverbindung in den Bahnhof Elsterwerda einfuhr, entgleiste und explodierte. Zwei Feuerwehrleute kamen ums Leben. An sie erinnert dieser Gedenkstein. Elsterwerda verfügt über ein bis heute zweckdienlich genutztes Empfangsgebäude mit Fahrgastzentrum, Kiosk und Bahnhofsgaststätte. Im Nahverkehr geben sich die Mitteldeutsche Regiobahn mit der RB 45 nach Chemnitz sowie DB Regio mit der RB 31 nach Dresden und dem RE 5 nach Berlin und Rostock die Ehre. Sämtliche Linien verkehren im 2-Stunden-Takt mit Verdichterleistungen. Dabei mutet es seltsam an, wenn der RE 5 fast 350 Kilometer von der Ostseeküste gen Süden braust, um dann knapp 50 Kilometer vor Dresden zu verenden. Man mag dagegen halten, dass die Züge mit 5 Doppelstockwagen für das Fahrgastaufkommen überdimensioniert seien. Nach dieser Logik müsste allerdings schon auf den mehr als 80 Kilometern zwischen Wünsdorf und Elsterwerda eine deutlich kleinere Gefäßgröße zum Einsatz gelangen. Diese Fahrplangestaltung ist übrigens nicht, oder zumindest nicht nur, der 1996 begonnenen Regionalisierung des Nahverkehrs geschuldet. Denn schon seit der Angebotsvertaktung zwischen Berlin und Dresden 1994 ist der Regionalverkehr, mit Ausnahme des Fahrplans 98-99, an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen gebrochen. Im Fernverkehr passiert die EC-Linie 27 von Hamburg nach Prag Elsterwerda zweistündlich. Vereinzelt Züge legen in Tagesrandlagen einen Halt ein. Im Dezember 2019 kommt ebenfalls im 2-Stunden-Takt die neue IC-Linie 17 Rostock-Dresden hinzu. Den Güterverkehr dominieren Ganzzüge, beispielsweise Container von den Seehäfen nach Tschechien
wobei der interessierte Zaungast nicht allzu viel erwarten sollte. Durchschnittlich 2 bis 3 Güterzüge pro Stunde können als Richtwert dienen. Letztendlich muss man sich überraschen lassen. Insgesamt sorgen werktäglich rund 150 Zugfahrten für Beschäftigung bei Fahrdienstleiter und Weichenleiter. So viel zum Bahnhof Elsterwerda. Über die eingleisige, elektrifizierte und mit 40 km/h befahrbare Verbindungskurve, hier links abzweigend, geht's hinauf nach Biela. Unterwegs findet man dieses uralte Vorsignal aus jener Zeit, als die Deutsche Reichsbahn noch das klassische HV-Signalsystem nutzte, bei dem die Vorsignalbegriffe aus 2 Lichtern bestehen. Der Bieler Bahnhof ist in Keilform ausgeführt. Nördlich des leerstehenden Empfangsgebäudes liegt die Niederschlesische Magistrale, südlich der Bahnsteig an der Verbindungskurve. Hier die Situation vor der Bahnhofsmodernisierung mit einer wendenden Dresdner Regionalbahn und einem westwärts fahrenden Güterzug. Das ist der Blick in die Gegenrichtung. Der links sichtbare Zwischenbahnsteig existiert nicht mehr. Alle haltenden Züge nutzen das Gleis 1. Östlich der Bahnsteige kreuzen sich die Roßlau-Kohlfurter und die Berlin-Dresdner Bahn. Die zuletzt mit nur noch 30 km/h befahrbare Brücke wich 2013-14 einem Neubau. Auch Biela verfügt über 2 elektromechanische Stellwerke mit Lichtsignalen. B1 im Osten und W2 im Westen. B1 ging 1952 in Betrieb, W2, was man ihm nicht unbedingt ansieht, im September 1990, nachdem sein Innenleben 11 Monate zuvor, ausgerechnet am 40. Geburtstag der DDR, bei einem Brand zerstört worden war. Im Regionalverkehr ist Biela Endstation der bereits erwähnten RB 31 aus Dresden sowie unterwegs halt der S4 Wurzen Leipzig-Hoyerswerda und der RB 49 Falkenberg-Cottbus. Beide werden von DB Regio betrieben, verkehren jeweils 2-stündlich, was man sich bei einer S-Bahn auf der Zunge zergehen lassen muss, und überlagern sich zwischen Falkenberg und Ruhland zu einem angenäherten Stundentakt. Fernverkehr gibt es schon seit 1993 nicht mehr. Den Güterverkehr dominierten lange Zeit Kohlezüge aus Polen und dem Lausitzer Revier. Heute prägen der Schwarzheider Chemieverkehr, Schotter aus den Steinbrüchen um Hoyerswerda und internationale Züge von und nach Polen das Geschehen. Wie auch auf der Berlin-Dresdner Bahn sollte der aufmerksame Beobachter Geduld mitbringen. Zugverkehr im 5-Minuten-Abstand gibt die Blockteilung auch gar nicht her. Ich erinnere mich an eine Stunde mit 7 Güterzügen, aber das war ein Ausreißer nach oben. 7-mal wahrscheinlicher dürfte es sein, eine Stunde ganz ohne Güterzug zu erleben. Pro Tag sind auf dem Bieler Bahnhof im Mittel etwa 100 Züge zu bewundern. Tja, und damit ist unser kleiner Elsterwerda-Ausflug auch schon wieder vorbei. Wer Lust verspürt, mit modernen Fahrzeugen auf altertümlicher Infrastruktur zu reisen, der sollte mal vorbeischauen. Und auch wenn die Gegend nicht gerade als Urlaubsregion berühmt ist, kann ich sie all jenen empfehlen, die einfach nur ein wenig Ruhe suchen. Denn davon gibt es in Elsterwerda ganz viel. Wenn nicht gerade ein Güterzug oder eine Knalltüte mit knatterndem Auspuff die nächtliche Stille durchbrechen. Ich mache jetzt keinen Urlaub, sondern düse direkt im Mang zurück nach Hamburg, um mich ins Getümmel am abrissbedrohten Kopfbahnhof Altona zu stürzen und das dortige Betriebsgeschehen zu studieren. Meine Erkenntnisse gibt's demnächst auf diesem Kanal. Bis dahin!